Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Abnehmen. Heute werde ich mal die Grundsätze erklären. Also ich werde das ganze Video einteilen, damit ihr das genau seht, wie man genau abnimmt, auf was es drauf ankommt. Dann werden wir uns deine Kalorien ausrechnen. Das ist ganz, ganz einfach, damit du siehst, wie viel du essen darfst bzw. essen musst, je nachdem wie man es sieht, dass du abnimmst. Dann erkläre ich euch, warum eben gerade die Proteine so geil sind und warum Chili con Carne so auf die Art. Und zum Schluss zeige ich dir noch ein paar nice Sachen, so Add-ons, die du machen kannst, um deinen Stoffwechsel einfach zu verbessern, um noch mehr Kalorien zu verbrennen. Beim Abnehmen gibt es eine einzige Sache, die wichtig ist. Und zwar, dass ihr mehr Kalorien verbrennt, als ihr zu euch nehmt. Ja? Wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal jetzt mal, ihr habt 2000 Kalorien frei an einem Tag und ihr esst 1100 Kalorien in Choco Fresh oder Kano, Kinder Bueno, dann werdet ihr abnehmen. Um einen Kilo Fett abzunehmen oder auch zuzunehmen, je nachdem, müsst ihr 7000 Kalorien im Defizit sein, damit ein Kilo weg ist. Das horcht sich mal im Gesamten sehr viel an, ist aber dann doch gar nicht so schlimm, wenn man weiß, wie man es richtig angeht. Zuerst jetzt, dass das mal geklärt ist, das ist das Wichtigste nämlich, das muss man mal verstehen, kommt jetzt dein Kalorienumsatz. Deine Kalorien. Das ist eine ganz einfache Formel. Es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal den Grundumsatz. Das ist das, was wir grundsätzlich verbrennen. Das ist das, wenn wir nur mal dumm liegen und atmen. Für uns hin vegetieren sozusagen. Ja, das ist der Grundumsatz. Und dann gibt es noch den Leistungsumsatz. Und die zwei Sachen, Grundumsatz und Leistungsumsatz, ergeben dann zusammen den Gesamtumsatz. Und das ist das, was du an einem Tag zu dir nehmen darfst, damit du weder zu noch abnimmst. Und der Grundumsatz ist einfach dein Gewicht mal 24, das ist jetzt mal, also man kann das auch viel genauer ausrechnen, aber das ist so ein guter Richtwert einmal für euch, ja, man kann das ziemlich verkomplizieren, möchte ich aber nicht, ja. Also euer Körpergewicht mal 24, das sind bei mir knappe 2300, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber bei mir sind das jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt 93 Kilo und mal 24, das sind dann meine 2000 irgendwas Kalorien da, das ist mal mein Grundumsatz. Und jetzt noch den Leistungsumsatz. So, hier gibt es jetzt den PAL, glaube ich heißt das, also PAL, Physical Activity Level heißt das. Und der ist ganz, ganz wichtig. Ich werde jetzt da mal auflisten für euch, damit ihr das ausrechnen könnt. Ja? Ihr nehmt jetzt euren Grundumsatz und multipliziert den mal diesen Zahlen hier. Da müsst ihr jetzt herausfinden, wo ihr hineinfällt. Wenn ihr jetzt ein Student seid, der sitzt, geht hin und her mit, jetzt nicht viel Bürokram macht oder sonst irgendwas, würde ich euch zwischen 1 mal 1,5 bis mal 1,7 das einstufen, ja. Ich habe jetzt für mich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mich als Student als Beispiel jetzt, ja, mit einem 1,7, das ist jetzt der obere Studentending, das geht schon langsam fast in die nächste Richtung, das so Kellner und dergleichen, weil die ja nur am Gehen sind, da hat man einen höheren Physical Activity Level. Daher nehmt ihr jetzt den Grundumsatz und multipliziert ihn mal eurem Faktor. Bei mir wären das 1,7, das heißt, ich bin jetzt bei knappen 3500 bis 3800. In dem Bereich wird das bei mir sein. Jetzt wisst ihr schon mal, wow, 3800 Kalorien pro Tag mit meinem Gesamten und Chili con Carne jetzt, wo ich gesagt habe, ja, ich esse mindestens einen Tag dann, wenn nicht sogar mehr. Die ganze Pfanne hat 2000 Kalorien, ich glaube 2050 oder so waren das. Das müsst ihr mal vorstellen, wenn ich jetzt jeden Tag theoretisch die ganze Pfanne essen würde, was unglaublich viel ist, hätte ich trotzdem ein Kaloriendefizit von 1800. Das wären auf die Woche gerechnet, wenn wir es jetzt ein bisschen aufrunden mit den 2000 Kalorien, sind das fast 14.000 Kaloriendefizit. Das heißt, wenn ich so essen würde, die ganze Pfanne, würde ich pro Woche 2 Kilo abnehmen. Klingt mal ziemlich geil, ne? Aber wir müssen ja nicht nur Chili con Carne essen, da wird es noch mehr geben. Wenn du wissen willst, was du für geile Gerichte essen kannst, um wirklich effizient gut abzunehmen, dann hau mal auf den Subscribe-Button und join unserer Drazy Army hier. Woo! Wir wären die geilsten hier. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich sonst noch essen? Was ist wichtig, auf was muss ich bei der Ernährung schauen, um abzunehmen? So, ihr müsst jetzt einmal wissen, es gibt drei Ernährungsmöglichkeiten. Und zwar, ihr habt es einmal ganz einfach gesagt, die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Dazu müsst ihr wissen, dass Kohlenhydrate pro Gramm 4 Kalorien haben, genauso wie Eiweiß, das ist wichtig, und 1 Gramm Fett hat 9 Kohlenhydrate. Ja? Kohlenhydrate, ich meine Kalorien. Aber jetzt muss man sehr gut unterscheiden. Jetzt müsste eigentlich heißen, ja, dann brauche ich eigentlich nur Kalorien und Proteine, Kalorien. Dann brauche ich eigentlich ja nur Kohlenhydrate und Proteine essen. Na, ist nicht ganz so, ja? Ihr müsst wissen, dass Kohlenhydrate, deswegen sieht es auch so zu, also Zucker, es gibt natürlich einkettige und mehrkettige Kohlenhydrate, aber auf das möchte ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen. Einfach Zucker
ist alles einkettig und zum Beispiel so Vollkorn dergleichen ist mehrkettig. Aber um was es hier geht, ist jetzt nicht, ob es einkettig oder mehrkettig sind, sondern Kohlenhydrate werden von allen den drei Sachen, also Proteine und Fette, Kohlenhydrate, sind die Kohlenhydrate die Sachen, die am schnellsten verdaut werden. Die bringen am schnellsten Energie. Das heißt aber wiederum auch, auf gut Deutsch, dass ihr am schnellsten dadurch wieder Hunger bekommt. Bei Protein braucht der Körper zum Beispiel länger zum Verdauen und zum Energiegewinnen und bei Fett braucht er mit Abstand am längsten. Deswegen halten Proteine und Fett auch am besten satt, einfach auf Dauer. Deswegen, Chili con Carne ist mega, mega geil. Maisbohnen gehört zu den mehrkettigen Kohlenhydraten wegen den Ballaststoffen, das heißt, sie werden schon mal langsam verdaut, plus noch Proteine und Fette, die dazukommen, die brauchen noch länger zum Verdauen. Das heißt, mit der Mahlzeit bist du unglaublich gut gedeckt und gesättigt. Jetzt gibt es noch so kleine Tipps, die ihr in euren Alltag einbauen könnt, damit ihr besser abnehmt. Und zwar, das sind ganz, ganz einfache Sachen. Und das geht eher jetzt in die Richtung, wie man seinen Stoffwechsel ankurbeln kann. Und das ist das, was dir helfen wird, jetzt im Alltag mehr Kalorien zu verbrennen. Tipp Nummer 1, mehr Mahlzeiten. Ich weiß, wahrscheinlich ist es auch Geschmackssache, aber ich sage euch mal, was passiert, wenn ihr mehr Mahlzeiten esst. Das ist der thermische Effekt. Und dieser thermische Effekt erhöht deine Körpertemperatur. Und somit, wenn du isst, beziehungsweise auch danach, hast du eine höhere Körpertemperatur. Dadurch verbrennst du mehr Kalorien, weil der Körper mehr Energie dafür verwendet, um Wärme abzugeben. Ja, das heißt, auf gut Deutsch, wenn du öfters isst, hast du grundsätzlich eine höhere Körperwärme dann. Dauernd. Das heißt, dein Körper verbrennt grundsätzlich mehr Energie, als wenn du nur ein-, zweimal isst. Ja? Und bei Proteinen ist dieser Effekt am größten. Der kann bis zu 15-30% stärker sein, nämlich als bei Kohlenhydraten zum Beispiel. Als nächstes gibt es solche einfachen Sachen wie zum Beispiel Ananas. Ananas ist zum Beispiel ein Essen, das kann man immer essen, da verbrennst du mehr Kalorien, einfach mit der ganzen Verdauung und mit dem Essen und dem Ganzen, als was du mit der Ananas zu dir führst. Zimt ist zum Beispiel auch so geil, trägt auch den Stoffwechsel an. Wir haben jetzt noch grünen Tee, Zitrone, Spinat, Kaffee und dann auch noch, was wichtig ist, Omega-3-Fettsäuren. Ja, die helfen nicht nur beim Abnehmen, sondern auch beim Muskelaufbau, was sehr, sehr geil ist. Aber das würde jetzt in den Rahmen sprengen, wenn wir da auf das jetzt eingehen würden. Einfach nur, Fisch ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig wegen Omega-3-Fettsäuren. Ihr könnt theoretisch auch so Kapseln nehmen stattdessen, wenn ihr gerne Fisch mögt. Aber Fisch ist halt sehr geil, weil noch viel Protein dabei ist. Und was auch noch ganz wichtig ist, Leute, viel schlafen. Wenn man nicht schlaft, also, wenn man schläft, kann man nicht essen. Das ist immer super. Außerdem verbrennt man beim Schlafen mehr Kalorien, als wenn man vom Fernsehen liegt, wenn man sich während dem Schlaf mehr bewegt als vom Fernsehen. Auch ziemlich cool, ne? Ich hoffe, ihr habt die Grundlagen des Abnehmens verstanden. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, Leute, schreibt es uns in die Kommentare oder klatscht es mal auf Instagram in die DMs, ja? Einfach hier @PeterDrazy einfach anschreiben. Ich werde euch so schnell wie möglich zurückschreiben und so genau natürlich und dann so gut wie möglich eure Frage beantworten. Nicht vergessen, Leute, auf den Subscribe-Button hauen, ja? Nicht die nächsten Meals, nächsten Workouts und das nächste Video verpassen. Ja, nächstes Mal wird es über das Thema nicht abnehmen, sondern zunehmen gehen. Ja, manche tun sich schwer beim Zunehmen, aber keine Sorge, das werden wir nächstes Mal klären. So, dann vielen Dank, Leute, fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Peace! Respect the drip, Karen.